außerhalb des Versammlungsraums bleiben. Bleiben Sie außerhalb des Versammlungsraums. Ja. Interview. Ich habe gesagt, sei nicht so aggressiv. Um den Rest des Monats zu bestreiten, sie sind nicht in der Lage, ihren Kindern ein lebensgerechtes Leben zu ermöglichen. Ebenso sind sie nicht in der Lage, für eine vernünftige Bildung und Ausbildung der Kinder zu sorgen. So entwickelt sich schleichend sämtliche Zukunftschancen fehlen. Machen Sie damit Schluss, gehen Sie zur Wahl. In einer Woche haben Sie die Möglichkeit, an diesen Zuständen massiv etwas zu ändern. Sorgen Sie dafür, dass endlich wieder das Geld, das Sie alle, das wir alle mit unseren Steuern an diesen Staat zahlen, auch für unsere Belange. Wenn Sie die Entwicklung der letzten Jahre insbesondere betrachten, so sehen Sie, dass hunderte Milliarden von Ihren Steuergeldern an Pleitestaaten dieses Molochs EU gehen, an Staaten wie Portugal oder Griechenland oder Zypern, die aus eigenem Antrieb es nicht mehr schaffen, ihre Wirtschaften in den Griff zu bekommen. Es gilt, diese Leute endlich abzuwählen. Nutzen Sie diese und verändern Sie dies. Überall dort, wo die NPD in politischer Verantwortung steht, sei es in Kommunalparlamenten, auch hier in Hessen oder in Landtagen wie Sachsen und Mecklenburg. Ich hab so ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ich hab so ein Gedacht, dass alles bis zum Himmel stinkt. Weil ich als Bürger Teilnehmer dieser NPD-Kundgebung bin, haben Sie mich gehört, sind aber mit außerhalb des. Nein, das gehört noch mit zum Bereich. Wenn es zwei keine andere für deutsche Interessen einsteht. Die Partei, die sagt,
deutsches Geld zuallererst für deutsche Interessen. Wir Nationaldemokraten sagen, mehr Geld für die Roma statt für Sinti und Roma. Wenn es die wollen, dass sich das ändert, dass endlich die Einheimischen konsequent Vorrang haben vor den Interessen von Ausländern, von kriminellen Ausländern, von Asylschmarotzern, von arbeitslosen Ausländern, von all jenen, die Deutschland dazu führen, dass die eigenen Landsleute immer mehr in Armut geraten. Wenn sie wollen, dass eine Prioritätensetzung erfolgt, die Deutschen im eigenen Land mit der Völkern für andere bietet, dann würden die NPD umwählen. Seit 1990 sind über 200. Asylschmarotzer, die konsequent in ihre Heimat zurückgeführt werden müssen. Wir Nationaldemokraten sagen, es muss Schluss damit sein, dass Milliarden fürs Ausland ausgegeben werden und hier nun Ausländer, für Ausländer, die zunehmend als eine Bedrohung für die Inländer werden. Wir wollen nicht, dass über Deutschland der Babelstern oder der Halbmond wehen. Wir wollen, dass Deutschland endlich wieder das Land der Deutschen wird. Schön, dass Sie einen Teil Ihres Vormittags hier mit uns verbracht haben. Ganz wichtig, wir haben uns gefreut, hier bei Ihnen sein zu dürfen. Wir kommen ganz bestimmt bald wieder. Viele, und wir, was wollen wir jetzt? Erzählen wir, ich bin mit euch.
Kannst du bitte da stehen? Warum? Weil das hier unser Kundgebungsbereich ist. Ach komm, ich hab das hier mit meinem Steuergeld. Bleiben Sie bitte da stehen. Diese Pflastersteine sind mit meinem Steuergeld. Komm, geh mal wieder zurück hier, sonst werde ich böse. Bleiben Sie bitte da stehen. Mann! Der Mann ist freiheitsliebend. Verstehst du? Kennst du Freiheit? Gut, diese Pflastersteine sind mit meinen Steuergeldern gepflastert hier. Und vielleicht bist du nicht vom Wetzlar und du willst hier was tun. So, einmal bitte zurücktreten. Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch!